Der Mount Everest, der legendäre Berg, muss nicht vorgestellt werden. Schon wenn man seinen Namen ausspricht, kommen einem eine Fülle von Bildern und Geschichten aus seiner fesselnden und oft kontroversen Geschichte in den Sinn. Von der triumphalen Erstbesteigung durch Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay bis hin zu den tragischen Geschichten derer, die in seinen Hängen ihr Ende gefunden haben, ist die Geschichte des Chomo Lungma voller Geheimnisse. Der Gipfel des Everest liegt an der Grenze zwischen Nepal und Tibet und ist mit einer Höhe von 8848 Metern der höchste Berg der Welt. Aber seine Geografie besteht nicht nur aus seiner beeindruckenden Höhe, sondern auch aus einer komplexen Landschaft mit Gletschern, Gletscherspalten und Seeracks, mit tückischen Eishängen und felsigen Klippen, die selbst für die erfahrensten Bergsteiger eine Herausforderung darstellen. Dieser rätselhafte Berg hat nicht nur Abenteurer und Bergsteiger angelockt, sondern war auch Zeuge einiger der bizarrsten und unerklärlichsten Ereignisse in der Geschichte des Bergsteigens. Erfahre mit uns die 7 mysteriösesten Ereignisse auf dem Mount Everest, die dich in ihren Bann ziehen werden. Nummer 7. Der Mann, der versuchte, den Mount Everest in High Heels zu besteigen. Wenn es um den Everest geht, hat er im Laufe der Jahre viele Fanatiker, Exzentriker und schillernde Persönlichkeiten angezogen. Aber keiner war so ausgefallen wie der Engländer Maurice Wilson. Im Jahr 1933 hackte Wilson einen wilden Plan aus. Er wollte in die nördlichen Hänge des Everest fliegen, sein Flugzeug zum Absturz bringen und dann im Alleingang den Gipfel besteigen. Er trainierte sogar in Großbritannien, wo er seine Wander- und Flugkünste in einem Gypsy-Moth-Flugzeug verfeinerte, bevor er nach Darjeeling reiste, um sich durch Fasten und Beten auf seine gewagte Eskapade vorzubereiten. Als er jedoch erkannte, dass seine Idee mit dem Flugzeug unsinnig war, machte sich Wilson am 22. Mai 1934 zu Fuß auf den Weg über den Rongbuk-Gletscher ohne jegliche Kletterausrüstung oder Erfahrung. Seine Reise wurde durch eine Eiswand unterbrochen und seine Leiche wurde im darauffolgenden Jahr gefunden, bekleidet, wie einige behaupten, mit Frauenunterwäsche. Später stellte sich heraus, dass Wilson Transgender war, der in einem Damenbekleidungsgeschäft in Neuseeland gearbeitet hatte, bevor er von der Everest-Manie erfasst wurde, die schließlich zu seinem Untergang führte. Im Jahr 2003 gab es einen Vorschlag, dass Wilson den Gipfel des Everest erreicht haben könnte und beim Abstieg ums Leben kam. Aber die Skepsis bleibt, ob ein unerfahrener Amateur wie Wilson den Berg ohne Hilfe hätte besteigen können. Ob Wilson den Gipfel tatsächlich erreicht hat und was ihn dazu bewogen hat, ein solch waghalsiges Unterfangen am Everest zu wagen, bleibt bis heute ein faszinierendes Rätsel. Nummer 6. Der Yeti. Tief in den Bergen Asiens lauert eine legendäre Kreatur, der Yeti. Dieses mysteriöse zweibeinige Wesen, das früher besser unter dem Namen Schneemensch bekannt war, soll in den abgelegenen Regionen Russlands, Chinas und Nepals umherstreifen. Manche behaupten, seine Spuren im Schnee gesehen zu haben, während andere glauben, dass er unterhalb der Schneegrenze im Himalaya wohnt. Trotz zahlreicher Expeditionen und Suchaktionen bleibt die Existenz des Yeti unbewiesen. Es gibt unterschiedliche Beschreibungen des Yeti. Er soll ein muskulöses Wesen mit dunkelgrauem oder rötlichbraunem Haar sein, zwischen 200 und 400 Pfund wiegen und etwa 1,80 Meter groß sein, kleiner als der nordamerikanische Bigfoot. Dennoch gibt es Berichte über Yetis in verschiedenen Formen und Größen. Viele der frühesten Sichtungen des Yeti stammen aus der Everest-Region, wo die lokalen nepalesischen und tibetischen Stämme der Sage nach ein haariges, nachtaktives Wesen in ihrer Mitte lebt. In jüngster Zeit gab es bemerkenswerte Funde, die diese Behauptungen untermauern. Zum Beispiel Fußabdrücke, die von Eric Shiptons Everest-Expedition 1951 in 6000 Metern Höhe entdeckt wurden. Und ein Yeti-Skalp, der im Kunjung-Kloster an der Südseite des Everest gefunden wurde. Im Jahr 2009 entdeckten Joshua Gates und sein Team von Destination Truth Haarproben von Fußabdrücken, die eine unbekannte DNA-Sequenz enthielten, was die Faszination noch verstärkt. Doch wie bei Bigfoot und dem Ungeheuer von Loch Ness gibt es auch beim Yeti keine eindeutigen Beweise für seine Existenz. Trotz einiger Indizien, die im Laufe der Jahre aufgetaucht sind, haben die jahrzehntelangen Nachforschungen keine konkreten Beweise erbracht. Dennoch lassen sich die Gläubigen nicht entmutigen und sehen das Fehlen von Beweisen als Beweis dafür, dass der Yeti selten, zurückgezogen und schwer fassbar ist. Bis auf Weiteres wird das Geheimnis des Yeti die verschneiten Hänge des Mount Everest umhüllen und uns mit der Legende dieser rätselhaften Kreatur in Atem halten. Nummer 5. Die Geister des Everest.
Der Name Sherpa Pamba Dorje hallt in der Bergsteigerwelt nicht nur aus einem, sondern aus zwei Gründen wieder. Zum einen hält er den Rekord für die schnellste Besteigung des Everest, den er am 21. Mai 2004 in atemberaubenden 8 Stunden und 10 Minuten aufgestellt hat. Aber was nur 3 Tage später, am 24. Mai geschah, jagte ihm einen Schauer über den Rücken und ließ ihn an das Übernatürliche glauben. Als Dorje sich dem Gipfel vom Südsattel aus näherte, stieß er auf eine Gruppe gefrorener Leichen, Überreste von Bergsteigern, die an den türkischen Hängen umgekommen waren. Das war der Moment, in dem er behauptet, eine Begegnung mit dem Jenseits gehabt zu haben. In seinen eigenen Worten, als ich an einem Felshügel innehielt, sah ich einige Geister in Form von schwarzen Schatten auf mich zukommen, die ihre Hände ausstreckten und um etwas zu essen baten. Dorje glaubte, dass dies die Seelen der Bergsteiger waren, die während und nach der Besteigung des Mount Everest ihr Leben verloren hatten und noch immer auf dem Berg verweilten. Er sah sogar die Leiche eines Bergsteigers, der bei einem Sturz ums Leben gekommen war und immer noch an einem Seil hing. Viele Menschen teilen Dorjes Überzeugung, dass die Geister des Everest erst dann Ruhe finden, wenn die Leichen ordnungsgemäß bestattet werden. Da jedoch zahlreiche Leichen in der berüchtigten Todeszone oberhalb von 8000 Metern gestrandet sind, und jedes Jahr mehr dazukommen, ist es unwahrscheinlich, dass der Berg in absehbarer Zeit frei von Geisterbegegnungen sein wird. Nummer 4. Die dritte Person. Im September 1975 befanden sich die britischen Bergsteiger Dougal Heston und Doug Scott in einer gefährlichen Situation auf dem Everest. Nachdem sie den Gipfel später am Tag erreicht hatten, waren sie gezwungen, eine Nacht in der türkischen Todeszone zu verbringen, wo die Luft dünn ist und das Überleben ein ständiger Kampf ist. In Ermangelung anderer Möglichkeiten gruben sie ein Schneeloch und kauerten zusammen, ohne zu wissen, ob sie die Nacht überstehen würden. Als der Sauerstoff zur Neige ging und ihr Butan-Heizgerät sich dem Ende zuneigte, schien ihre Situation völlig aussichtslos. Doch dann geschah etwas Unerklärliches. Beide Bergsteiger berichteten, dass sie eine andere Präsenz in der Schneehöhle spürten. Eine Präsenz, die nicht nur ihre lebenswichtige Körperwärme abgab, sondern auch Ratschläge und Vorschläge gab, wie sie warm und am Leben bleiben konnten. Es war, als ob eine unsichtbare Macht über sie wachte und ihnen die Führung und Unterstützung gab, die sie brauchten, um die rauen Bedingungen zu überstehen. Und sie waren nicht allein. Auch andere Bergsteiger, die den Everest bestiegen haben, darunter so bekannte Namen wie Peter Hillary, Lincoln Hall und Reinhold Messner, berichteten von ähnlichen Erfahrungen mit einer geheimnisvollen Präsenz, die ihnen in Zeiten der Not zu Hilfe kam. Dieses Phänomen lässt sich nicht erklären und wir fragen uns, wer oder was könnte an den unbarmherzigen Hängen des Everest auf diese Bergsteiger aufpassen? Nummer 3. Ueli Steck. Im April 2017 wurde die Welt des Bergsteigens durch einen tragischen Verlust erschüttert. Ueli Steck, bekannt als The Swiss Machine, hatte sich auf den kühnen Weg gemacht, den Everest und den Lhotse in einem Zug zu besteigen. Ein Kunststück, das noch nie zuvor gelungen war. Steck war kein gewöhnlicher Bergsteiger. Er war der Michael Jordan, Lionel Messi, Babe Ruth oder Usain Bolt der Bergsteigerwelt. Seine zahlreichen Geschwindigkeitsrekorde und Auszeichnungen, darunter der prestigeträchtige Piolet d'Or, sprachen Bände über sein unvergleichliches Können und seine Fähigkeit, Außergewöhnliches zu leisten. Steck war nicht nur schnell, sondern auch einer der versiertesten Bergsteiger seiner Generation, der für sein technisches Können, seine Anmut und seinen Komfort selbst auf den unmöglichsten Routen bekannt war. Wie kam es also zu dem vorzeitigen Tod eines so erfahrenen Bergsteigers? Steck stürzte auf dem Western Coombe, einer Route, die er schon vorher geklettert war und die als Teil der Standardroute für Touristen zum Gipfel des Everest galt. Für einen Bergsteiger vom Kaliber Stecks hätte diese Besteigung Routine sein sollen, eine reine Trainingsübung für seine bevorstehende Everest-Lhotse-Herausforderung, wie sein Kletterpartner Tenshi Sherpa verriet. Es war eine Route, die er gut kannte und die Herausforderungen, die sich darstellte, hätten seinen Fähigkeiten entsprechen müssen. Die Nachricht von Stecks Tod löste in der internationalen Bergsteigergemeinde Entsetzen und Unverständnis aus. Wie konnte das jemandem passieren, der so gut ausgebildet und erfahren war? Ist er ausgerutscht? Hat das Eis oder der Schnee nachgegeben? Hat die Höhenkrankheit ihren Tribut gefordert? Die Wahrheit darüber, was dem berühmtesten Star des Bergsports an diesem Tag widerfahren ist, wird man wohl nie mit Sicherheit erfahren. Wie so oft in Stecks glanzvoller Karriere war er zum Zeitpunkt des Unfalls alleine unterwegs und die nächsten Augenzeugen waren über eine Meile entfernt. Die Umstände seines tragischen Sturzes bleiben ein Rätsel und tragen dazu bei, dass der höchste Berg der Welt immer noch ein Rätsel ist. Der Verlust von Ueli Steck war nicht nur ein Schlag für die Welt des Bergsteigens,
Steigens, sondern auch eine ergreifende Erinnerung an die Risiken und Ungewissheiten, die mit der Bezwingung der größten Herausforderungen der Natur verbunden sind. Nummer 2. Die Todesfälle, die es nie gab. Am 22. Mai 2017 erschütterte eine erschreckende Entdeckung des Everest Base Camp. 4 leblose Körper wurden in einem Zelt in Lager 4 gefunden, das sich in einer tückischen Höhe von 7950 Metern befand. Es wird vermutet, dass die Bergsteiger dem tödlichen Griff der Höhenkrankheit erlegen sind, die auf dem höchsten Gipfel der Welt ein berüchtigter Killer ist. Der grausame Fund wurde von einem Team gemacht, das die Leiche eines Bergsteigerkollegen aus der Slowakei bergen sollte, der nur 3 Tage zuvor beim Aufstieg auf tragische Weise ums Leben gekommen war. Als sich die Nachricht wie ein Lauffeuer in der ganzen Welt verbreitete, herrschte schnell Verwirrung. Keine der Bergsteigerorganisationen am Berg meldete einen vermissten Bergsteiger oder hatte jemanden, der vermisst wurde. Wer waren diese 4 unglücklichen Menschen? Das Rätsel wurde noch größer, als sich das nepalesische Tourismusministerium zu Wort meldete und andeutete, dass die Leichen zu Bergsteigern einer Expedition aus dem Vorjahr gehören könnten. Aber auch diese Theorie fiel in sich zusammen, als sich herausstellte, dass keine dieser Expeditionen einen vermissten Bergsteiger gemeldet hatte. Der Fall bleibt offen und reiht sich ein in die lange Liste der Rätsel, die den höchsten und rätselhaftesten Berg der Erde heimgesucht haben. Was geschah an jenem schicksalhaften Tag mit den 4 Bergsteigern im Camp 4? Die Antwort entzieht sich uns. Sie ist geheimnisumwittert. Nummer 1. Das mysteriöse UFO. Kürzlich erregte ein 2 Milliarden Pixel-Foto vom Himalaya die Aufmerksamkeit von Himmelsbeobachtern, auf dem eine dunkle Form am Himmel zu sehen war, die viele für ein außerirdisches Raumschiff hielten. Es konnte nicht einfach als Drohne abgetan werden, denn es wurde in einer Höhe gesichtet, in der Drohnen unmöglich fliegen können, und es warf eine deutliche Silhouette in den Himmel. Das Bild wurde von dem Bergsteiger und Filmemacher David Breshears erstellt, der 477 Fotos zu einem atemberaubend detaillierten Mosaik des höchsten Berges der Welt zusammensetzte. Vom Basislager, in dem sich hunderte von Bergsteigern auf ihren Aufstieg vorbereiteten, bis hinauf in den weiten Himmel darüber. Aber dieses Foto scheint mehr als nur die Bergkette eingefangen zu haben. UFO Today, eine wachsame Gruppe, die außerirdische Phänomene untersucht, analysierte das Bild und spekulierte über die Existenz von geheimen unterirdischen Basen ähnlich der Area 51 in der Nähe. Es gibt viele Gerüchte über solche Basen im abgelegenen Ladakh, dem Grenzgebiet zwischen Indien und China, das für die meisten Menschen praktisch unzugänglich ist. Interessanterweise haben freigegebene Akten aus dem letzten Jahr gezeigt, dass es seit 1968 7 gemeldete UFO-Sichtungen in der Region gegeben hat, was das Rätsel um das seltsame, scheibenförmige Objekt über dem Everest noch vergrößert. Könnte das ein Beweis für außerirdische Aktivität im Himalaya sein? Schreib uns deine Meinung dazu in die Kommentare.